Hi Leute, Tim hier und wie ihr sehen könnt, sind wir bei Heroes of the Storm, in dem Fall dem Test Realm, wenn man so möchte. Ich spiele Anna, denn Anna kommt demnächst raus und ich bin einfach nur begeistert, dass sie endlich den Weg in ja, den Nexus gefunden hat, möchte man meinen. Denn ich mochte Anna schon in Overwatch. Müssen wir mal schauen, was wir Fähigkeiten haben. Auf Q können wir per Skillshot heilen. Das ist mal was anderes. Können wir auch daneben schießen? Wir können auch daneben schießen. Hat aber fast gar keinen Cooldown. 2 Sekunden für 260 Heal. Rega hätte 9 Sekunden dafür. Wow. Das ist... Ja, das geht schon fast in Richtung Morales, möchte man meinen. W ist die sogenannte biotische Granate. Mit dieser Granate können wir auch, wie es in Overwatch der Fall ist, den Heal auf Verbündete verstärken und den Gegner vom Healen abhalten. Keine schlechte Sache. Und noch ein... Oh, der hat aber ist ordentlich Travel Time. Sleeping Dart. Damit können wir den Gegner ja für 3 Sekunden lang... Wow, 3 Sekunden lang einschlafen lassen, okay. Alles klar. Testen wir das Ganze mal. Anna kann auch Schaden machen. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Was sagt denn der Trade? Ah, wir stacken Angriffe. Giftangriffe, so wie Lunara. Testen wir es mal hier. Wie viel Schaden das denn jetzt macht? 48 Schaden über 5 Sekunden. Kann 5-mal stacken. Schießen wir einmal. Kommen in dem Fall auf 5. Wie, welches Level sind? Ach, wir sind Level 2. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Wir sind Level 1. Und schauen damit nochmal nach. Müsste dann 48 sein. Schauen uns danach nochmal die Quest an, die wir haben. Nö, das bleibt bei 56. Und wenn wir das steigern, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist echt nicht wenig auf dem Level. Aber das gibt auch einen Ton, wenn wir nicht weiter angreifen können. Und okay, und das Ganze resettet das. Das heißt, wir sollten immer schauen, dass wir das oben halten. Sehr gut zu wissen. So, dann würde ich mal sagen, wir pushen uns auf Level 20 nach oben. Und schauen, wie der Schaden dann aussieht. Denn ich bin echt begeistert. Das müsste ja, wenn wir jetzt richtig rumrechnen... Stukov macht 600 Schaden auf dem Level. Pro Schlag. Wohlgemerkt. Schauen wir mal nach. 2, 3, 4, 5... Wow. Und wenn man das durchgehend oben halten kann, testen wir nochmal. Ich würde wirklich sagen, wir greifen nicht jedes Mal an. Das ist echt böse. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob wir einen Einschlag-Damage machen. Das müssen wir nochmal anschauen. Und? Moment. Ich glaube schon. 74, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ungefähr in dieser Richtung. Aber der Hauptdamage. Ja, das ist ein Hybrid-Damage. Es muss Damage aus dem normalen Angriff kommen, plus... Wow, echt böse. Moment, kann ich das jetzt noch verstärken damit? Ne, können wir nur Heilung reduzieren. Macht das auch Schaden? Oh ja, ein bisschen. Ne, macht es nicht. Aber gut zu wissen... Wie viel heilt das Ding jetzt? 500! Ich werd wahnsinnig. 500? Wow, 1000? Ey, das ist unfassbar, wie viel das ist. Aber halt nur Single-Target. Den Nachteil dürfen wir aber auch nicht
missachten. Wir können uns nicht selber heilen. Wir sind der erste Healer, der sich nicht selbst heilen kann. Ah, da ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Können wir uns denn damit selber heilen? Müssen wir mal antesten. Ist also so wie bei Overwatch wahrscheinlich. Ja, damit können wir uns auch selber heilen. Alle 15 Sekunden für 300, das ist nicht ganz so viel. Okay. So, dann schauen wir uns mal die Skills an. Hiermit können wir... Das ist der Skill für die biotische Granate. Gibt es auch etwas für den Trade? Können wir mal nachgucken. Setzen wir uns mal Level 20. Ach, wir sind schon Level 20. Ah, das ist wahrscheinlich das hier. Ne, das ist der Schlafpfeil. Okay, damit können wir die Reichweite erhöhen. Wird wahrscheinlich nicht mein Main Skill sein. Was ist denn das hier? Ah, mehr Schaden wird erhöht. Also der Schaden wird um 75 erhöht. Und die Dauer wird erhöht auf bei 20 Helden. Wobei wahrscheinlich gegnerische und eigene gemeint sind. Ja, nicht schlecht. Das könnte man vielleicht sogar skillen. Was ist das hier? Ah, das ist der Trade, okay. Okay, der Schaden wird erhöht, sobald man 5 drauf hat. Um 50%. Dafür geht wahrscheinlich dann Heal flöten. Wenn wir das schaffen, 15 mal 5 Stacks zu sammeln. Eine Reload Ability, welche? Was? Wow, da können wir direkt. Das müssen wir direkt mal austesten. Dafür müsste ich das aber abschließen, die Quest. Oh, wo mache ich das? Reset, Talented. Direkt mal ausprobieren. Damit können wir nämlich direkt 3 mit einem Schuss. Habe ich das falsch verstanden? Wow, das ist doch nochmal deutlich erhöhter Schaden. Also das ist richtig böse. Jetzt verstehe ich. Ah, wir kriegen 3 Heal-Teile mit der Quest. Das ist vielleicht sogar die bessere Quest, möchte man sagen. Ich persönlich würde die Dis immer skillen. Was haben wir noch? Basic Granate. Irgendwer schreibt mir gerade. Ich guck mal ganz kurz nach. Okay. So, was ist das? Aim down. Schon wieder etwas, womit man angreifen kann. Was ist das? Hitting enemies. Okay, das ist auch nicht schlecht. Bin ganz ehrlich, ich glaube, ich würde Anna sogar eher auf Off spielen als auf Heal. Denn ob ich jetzt die biotische Granate nun verstärke oder nicht, ich finde 500 Heal, oder 400 in dem Fall. Warum heile ich den denn weniger? Achso, weil er nicht mehr Leben hatte. Das würde persönlich reichen. 700!
700, unfassbar. Sleeping Dart kann noch blinden, das ist auch nicht schlecht. Und wir können Spell Power verhindern vom Gegner. Das heißt, wir können quasi Magier ausschalten, wenn wir die einfach nur angreifen. Aber was würden wir dafür aufgeben? Wir können sogar den Schaden reduzieren von Gegnern um 50%. Das ist nur alle 45 Sekunden, das könnte ich immer machen. Oder halt auf Blind gehen. Ich gehe mal hier drauf. Und da haben wir unsere Ultis. Nano Boost. Restoring 0 Mana. Okay, das ist jetzt nicht wirklich viel. Ich glaube, das ist ein Bug oder so. 30% Spellpower. Und die Abilities werden um 150% Abklingzeit. Unfassbar. Was ist das? Irgendeine Damage Ability. Muss ich direkt mal. Ich glaube, die werde ich mir zuerst anschauen. Was ist das? Healing Dart. Mehr Speed, 25%. Healing Dart. Damit kann man dann Root-Effekte lösen oder halt Stuns. Und gewährt 50 Armor danach. Ich glaube, da würde ich eher den Movement Speed nehmen. Increases bei 5%. Das wäre sogar auch meiner ersten. Trotz off Skillung kann sie doch noch sehr gut healen. Okay, das ist schon ein bisschen tricky. Das heißt, je mehr. Das würde ich sogar vielleicht ausprobieren, wie viel Heal das ist. Aber dann müsste ich schon doppelt und dreifach angreifen. Jetzt hör mal auf da. Ja, das wäre schon eher so ein Massenspell. Das ist auch nicht schlecht. Healing Darts, Heilung wird um 5% erhöht. Jedes Mal. Na, okay. Das heißt, wir müssen wirklich 100% treffen. Das ist dasselbe wie bei Nova, nur halt, dass wir da mehr healen mit. Ist auch nicht schlecht. Das heißt, es ist quasi dasselbe. 50% kommen wir entweder auf 50% erhöhten Heal, wenn wir fünfmal einen Gegner treffen und danach unseren Kollegen mit Q, dann würden wir mehr heilen. Oder eben nie unseren Heal verfehlen. Probieren wir mal das hier, weil wir das direkt austesten können, wie viel das ist. 2, 3, 4, 5. Ja. Mache ich da was falsch? Habe ich da was falsch gelesen? Um 5% jedes Mal. Ah, nein, nee, das war das gar nicht. Das war das hier. Für jede Dosis, die auf denen aktiv sein sollte, müsste ich mehr healen um 10. Zählt das vielleicht nicht? Für den. Moment, das sind 593. Warte, die Puppe zählt einfach nur nicht. Warum auch immer, das sind dann 800. Komisch. Ich habe das doch richtig verstanden, nur die Puppe zählt nicht, komischerweise. Okay. Oh, das ist schon Level 20, das wollte ich noch gar nicht. Was ist das? 5 Dosis. Oh, das ist echt Hammer, was die für Skills hat.
Testen wir mal die Ulti. Was war die jetzt? Oh, wie geil ist das denn? Der hat Kartenreichweite. Da können wir jetzt schießen oder was? Was ist das? Das ist ja genau das Gleiche. 115. Ach so, da müssen wir einfach nur drauf drücken. Unfassbar. Da können wir den Leuten... Ey, was ist das denn für ein extrem genialer Held? Was war das hier nochmal? Ach so, da kriegen wir... Da, genau, das hatten wir geskillt, damit wir schnell healen können. Wow, also Anna ist definitiv mein Favorite Healer jetzt schon. Unfassbar, was ist das? Wow, was ist auch noch eine Area Damage dazu? Oh, erhöhte Reichweite. Auch nicht schlecht. Ich glaube, damit hätten wir, wie gesagt, nur einen Area-Effekt. Ja, Area-Effekt, wie man sieht, darum. Ah, ich kann auch mit Linksklick angreifen. Ich muss nicht Q drücken. Cool, man sieht dann auch direkt, wie man healt. Gefällt mir richtig gut. Nochmal resetten. Reset Talents. Ich bin begeistert von ihr. Das hat man noch gar nicht aktiviert übrigens. Moment, was hatte ich das gemacht? Ich kann aktiviert werden für was? Ah! Interessant, interessant. Nehmen wir einmal einen Nano-Boost zusätzlich. Okay, lassen wir das mal so stehen. So, jetzt haben wir noch diese zwei genialen Skills, muss man sagen. Was macht denn der am Ende? Achso, damit noch können die sich heilen, wenn die Damage mit Spells machen. Okay. Schlafen die dann echt ein? Das muss ich echt ausprobieren. 1, 2, 3, 4. Komisch, aber Schaden müsste sie doch wieder aufwecken. Also ergibt das nicht wirklich viel Sinn. Okay, wenn wir dann eingeschlafen sind, muss ich dann wahrscheinlich weglaufen, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Unfassbar. Auch nicht schlecht.
Nochmal resetten. Okay, was war das? Dynamic Shooting, besser Attacks, increase, also erhöht den Speed um 10%. Bis zu 100%. Wow. Das wird erhöhte Dinge. So, schauen wir mal das an. Oh my goodness! Holy! Okay, das macht ja eh nicht so viel Damage. Das meiste wird über Gift gemacht. Aber da kannst du ja direkt spreaden und spreaden und spreaden. Wow. Okay, das resettet sich auch sehr schnell wieder. Reset Talents. Nochmal. Aim down. Schauen wir mal, wie hoch die Reichweite jetzt ist. Naja, so ein großer Unterschied ist das jetzt nicht. Oder habe ich den Skill wieder falsch verstanden? Nee. Basic Attack hatten wir doch gerade. Schauen wir uns mal hier hin und ein Stück zurück. Okay. Ah, Anna hört dann auch anzugreifen. Reset Talents. Das ist auch egal. Auf jeden Fall genial, der Held. Ich sag dann mal, da ich alles Wichtige für mich angetestet habe, schauen wir noch einmal den Ulti an, den ich so geil finde. Ah, damit ist die D-Fähigkeit genannt. Okay. Weiß auch noch nicht, was das so bringen soll gerade. I'm down. Das ist dieser Skill hier. Von 2 zu 4 wird erhöht. Ein erhöhter Sichtradius um 100%. Und die Range wird bei 2 erhöht. Aber reduziert den Movement Speed bei 20. Kann man direkt nochmal ganz kurz testen, wenn wir schon dabei sind. Na? So, wir kommen genau bis hierhin. Wenn wir das erhöhen auf Stufe 20, dann haben wir deutlich erhöhte Reichweite. Nochmal um 2. Die Frage ist, lohnt sich dafür, die guten Skills zu opfern? Aber wir hätten eine riesen Reichweite. Sind halt nur ziemlich langsam. Aber ich kann mir vorstellen, in diversen Teams, ja, wird man sie einfach off-spielen können, so als Second-Off-Supporter. Ich würde wahrscheinlich hier an dieser Stelle den Speed nehmen. Wahrscheinlich auch dieses Ding jetzt hier weglassen. Naja, auf jeden Fall war das meine Kurzvorstellung von Anna und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.